Hallo Welt, da sind wir wieder und wir schleichen weiter, sind anscheinend an Station 2. Da ist ein Terminal, sehe ich gerade, habe ich jetzt gerade entdeckt. Und es gibt noch eine dritte Station. Überall kann man herunterfallen, überall findet man tote Raider, Kronkorken, 45er Patrone, 38er Patrone, sowas alles tragen die mit sich rum. Den Rest, Plastikteller, nein. Wie kann ich hier, ach so, Bergbauhelm, nein. Kampfrüstung, eigentlich ja, aber wir haben schon so viel getragen. Wir tragen schon so viel, wollte ich sagen. Ja, wir lassen das lieber und gehen ans Terminal. Speichern. Mal sehen, was uns das sagt. Terminal von Station 2 benutzen. Wenn er jetzt wieder so viel steht, dann lese ich das alles vor. Dunwich Boras, beste Bora für beste Arbeit. Mitteilungen. Gibt es hier andere Mitteilungen? Dringende Mitteilungen, neue Tunnelbohrmaschine und Bericht zu Station 2. Das haben wir bestimmt noch nicht gelesen, aber dringende Mitteilung, mal schauen. Also Nachricht von Geschäftsführung, Nachricht an John Hatfield, Station 2 empfangen. John, wir brauchen Sie umgehend an Station 4. Sobald Sie da sind, werden wir alles Weitere erklären. Die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung. Neue Tunnelbohrmaschine. Nachricht von John Hatfield, Station 2. Nachricht an Geschäftsführung empfangen. Danke für die Verbesserung unserer neuen Tunnelbohrmaschine von Station 2. Die Produktion hat sich in der letzten Woche um 5% erhöht. John Hatfield, Projektmanager, Station 2. Bericht zu Station 2. Nachricht von John Hatfield, Station 2. Bericht an Geschäftsführung empfangen. Beständige Produktion von guter Qualität in den letzten Monaten. Verkehr von Station 3 verlangsamt weiterhin unsere Produktion. Sobald Station 3 und 4 ihre Materialien erhalten, dürfte dies kein Problem mehr darstellen. John Hatfield, Projektmanager, Station 2! Ich glaube, der war wahnsinnig, so wie er geschrieben hat. Okay, das waren doch die Mitteilungen. Sicherheitshinweise haben wir doch bestimmt schon gelesen. Schutzbrillen, herabfallendes Geröll und Geländer. Naja, wir können ja mal reinschauen, aber ich glaube, das war alles schon gelesen. Bitte erinnern Sie alle Mitarbeiter, also Nachricht von Geschäftsführung natürlich. Nachricht an Projektmanager und alle natürlich. Na, es steht das Gleiche drin. Okay, das überspringen wir dann. Was gab es denn noch hier? Nächste Veranstaltungen, auch das haben wir bereits gelesen. Happy Hour und jährliches Picknick. Was war das nochmal? Nachricht von Geschäftsführung, Nachricht an Projektmanager, alle empfangen. Das diesjährige Picknick wird unabhängig vom Wetter in der Nähe des Eingangs zum Steinbruch stattfinden. Sie können gerne Ihr eigenes Essen mitbringen. Nuka-Cola wird uns zur Verfügung gestellt. Falls Ihre Kinder ebenfalls kommen, behalten Sie sie bitte im Auge, besonders dann, wenn Sie in der Nähe der Klippe des Steinbruchs spielen. Um einen Vorfall wie im letzten Jahr zu verhindern, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir einen zusätzlichen Wachbot von Robco erhalten haben, der für Ordnung sorgen wird. Die Geschäftsführung. Naja, das war's dann auch. Happy Hour wird das gleiche sein. Da brauchen wir gar nicht mehr zu gucken. Okay, auf den Wachbot bin ich ja nicht wirklich gespannt. Hätte es lieber, wenn da keiner wäre. Shem, Kühlbox, entsperren, Einsteiger. Dann steigen wir mal ein. Danke. Wir nehmen die Kronkorken des Medics und die Mentats lassen wir da. Nein, das war ein Scherz. Die nehmen wir auch. Und eine Messinglaterne, die hatten wir auch noch nicht, deswegen nehmen wir sie. Ups, da war noch was.
Waffenwerkbank. Na super. Preston, habe Geduld. Wir zerlegen erstmal ordentlich Kram hier. Herstellen. Ja, und jetzt wird zerlegt. Was ist... Ach, da sind ja nur zwei Sachen. Und so viel bekommen wir da auch nicht raus. Ja, ich würde gerne, aber wir haben so viel Munition für die beiden Dinger. Was? Das hier kann doch nichts. Okay, das Kampfgewehr, das reicht. Das hat eine bessere Feuerrate. Preston, hast du da irgendwas auf dem Rücken? Ja, so einen Kanister mit Lachgas. Geht's dir besser damit? Oh, Benzinkanister. Wir sind reich an Öl. Oh, Lampen. Können wir nicht einsammeln. Schade. Ach Gottchen, hier geht's weiter. Ich wusste, dass da einer hockt. In die Schulter. Ich hab hier drüben was. Wir haben Gesellschaft. Ins Gesicht. Nein, nicht ganz. In die... Ich weiß nicht. Oh, wir haben es geschafft, Preston. Wir sind gut. Du bist gut, Preston. Du bist sehr gut. Weiter. Lauf. Hol den Stock. Na, na. Schon gut. Oh nein, das ist wirklich riesengroß hier. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Au! Du spinnst wohl! Ja, die Frau ist tough. Das muss man ihr lassen. Ich war ja auch nicht versteckt. Also es ist keine große Kunst. Wir müssen jetzt hier echt ausharren. Oh, Mama mia. Scheiße! Hab sie verloren! Das glaube ich nicht. So wie du dich bewegst, glaube ich das nicht. Warte mal. Ich wusste es. Das kann doch nicht sein. Mit dem Gewehr? Ich habe kein Wasser mehr. Preston, wir sind wasserlos. Was ist denn hier mit dieser Waffe? Die konnte doch auch ganz viel. Die ich gefunden habe. Hier. Das Kampfgewehr, 33. Das kann ja auch nur 19 hier. Was war denn? Das kann 59. Naja, Kampfgewehr. Er verwundet. Ja, das wäre gut gegangen, wenn ich nicht so gezögert hätte. Oh Mann. Ach, das ist immer so lästig, wenn das so lange dauert. Nein, ich wollte ja die andere Waffe. Probieren wir die nochmal richtig aus. Da haben wir nämlich richtig was zum Schießen für. Oh, naja. Zielen können wir. Preston, du stehst im Licht. Na, du bist auch eine Rampensau, was? Scheiße, hab sie verloren. Total die Diva. Jetzt versteck dich doch mal. Das ist kein Rampenlicht, da sind keine Zuschauer. Wo sind sie? Siehst du was? Ja, ich sehe alles. So viel aushalten. Komm schon, komm schon, komm schon. Kein Grund zur Sorge. Kein Grund zur Sorge. Und gleich liegst du wieder da im Dreck. Du schießt seltsam. Du schießt nach unten und der Strahl geht nach oben. Das hat doch gar keinen Sinn. Das hat doch jetzt ehrlich. Also das macht doch gar keinen Sinn hier. Warum? Ich habe nicht aufgepasst. Darum. Ja, du rennst schneller, wenn du die Waffe einsteckst. Wir haben es alle kapiert.
Ja, da sind noch einige unten. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Warte mal! Da sind sie ja! Ich wurde schon getroffen. Toll. Preston, lass dich jetzt nicht erschießen. Mach keinen Blödsinn. Wir haben sie gleich. Oh. Ganz knapp. Ganz knapp. Nur noch 2 Schuss. Und wir haben sie. Aber wir müssen auch treffen. Schön treffen. Oh Mann. Nein, 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 nein! Nein, nicht jetzt. Wir waren noch so kurz. Oh, haben wir irgendwann mal gespielt? Ja. Kurze Feuerstöße. Also, nee. Das gibt's doch nicht. Lass sie kommen, lass sie nur kommen. Mach sie fertig. Ja. Ach, die hat ja noch so viel und ist schon so nah. Also, während wir sterben, kommen die immer näher. Ach was. Ja, 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 ja. Hier schon. Und Wasser haben wir auch nicht mehr. Aber ein Stimpack. So. Das eben. Schwer verwundet. Wach. Das schaffen wir nie. So. Auf diese Art geht das gar nicht. Das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Jetzt schieß. Nur zu. Mann, was für ein Geraffel. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Tja, wir brauchen mehr Stimpaks. Ja. Ich hab vergessen, nachladen. So ungefähr. So. Ach, Bedlam ist das. Bedlam. Sie ist Bedlam. Ich könnte auch mal einen über Bedlam. Das war nicht gut. Ach, die kriegen wir so nicht. Preston, komm, wir packen ein. Das hat keinen Sinn. Wir gehen nach Hause. Plasmagranate. Splittergranate. Ja, und jetzt? Wie viel hält ihr denn aus? 3 Granaten dahin. Zack, noch eine. Keine Munition mehr. Ja, toll. Oh, da war sie gar nicht. Ich dachte, die wäre da, war sie aber nicht. Ja gut, Preston, ein Schuss noch, komm. Der gehört mir. Bedlam! Das wäre das. Das wäre das? Richtig, das wäre das. Okay, wir hätten die Mission damit abgeschlossen. Aber ich glaube, dass hier noch viel mehr zu holen ist. Zum Beispiel Kronkorken hier. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. 308er Patrone dort. 45er Patrone. Robuste Kampfrider. Naja, das würde ich gerne alles mitnehmen. Denn die haben ganz schön hier was aushalten können. Gar nicht so schlecht war das, was die gemacht haben. Respekt. Kronkorken 12 und 308er Patrone, 45er Patrone und yippie, ein Stimpack. Käfigrüstung mit Helm. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie sieht das aus? Ah.
Ja, ein komisches Außerirdisches. Jemand hat sich eine Menge Mühe gegeben, das hier auszugraben, was wohl da unten ist. Genau. Yippie. Kaliber 50. Ich wusste, es lohnt sich. 38er Patrone. Ja, den Rest müssen wir da lassen, weil wir nicht mehr tragen können. Nicht sehr viel mehr. Wir wollen ja noch ein bisschen hier rumgucken. Denn Preston sagt ja auch schon, was da unten wohl ist. Die haben ganz schön gegraben hier. Wow. Preston, ich habe keinen Bock mehr. Wir hauen ab. Wir gucken noch hier das Terminal uns an und danach geht's nach Hause. Und wir nehmen noch hier die Bierflasche mit. Natürlich lassen wir keine Bier. Die sind aber alle leer. Da ist eine voll. Gwyneth Stout. Hey Preston, das magst du doch. Wo bist du? Da bist du. Ich weiß, du willst da runter, aber ich kann nichts mehr tragen. Von daher, Messinglaterne nehmen wir noch. Und diesen Helm, Bergbauhelm. Was uns das Terminal zu sagen hat von Station 3, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.